Frenkel frottelt. Heute. Let's play Daisy Wiss nach Hilfe Lehrerin. Ich habe schon wieder vergessen, was wir machen. Wir gehen nach Berezino. Ich wollte dir doch Berezino zeigen, weil Berezino hat alles. Du hast da Militärzelte auf dem Fußballplatz. Du hast ein Krankenhaus. Du hast eine Bar oder halt mit Zimmern. Du hast jede Menge Apartments. Du hast zwei Shops. Apropos Fußballfeld, da fällt mir gerade ein Witz ein. Alter. Ach du Scheiße. Mhm. Was macht ein Zombie auf dem Fußballfeld? Na? Faulen. Ach du Scheiße. Es ist jetzt gerade Pech, dass gerade kein Baum da ist. Sonst weil? Würde ich da dran ausweinen. Der ist nicht von mir. Und ihn ein bisschen bewässern. So, und hier war der Landwirtschaftssimulator. Was? Da hat jemand Heuballen gepresst. Ja. Leider keine Crash-Site. Das wäre nochmal auch mal interessant. Da rennt ein Huhn. So, was ist das hier? Ein Misthaufen? Ja, oder so ein Stroh. Also ich würde auch eher sagen Misthaufen. Aber raufklettern kann man theoretisch schon, aber praktisch kann man hängen bleiben, weil das auch ein bisschen verbuggt ist. Na super. Also hat man mir gesagt, also ich habe das selber nie ausprobiert, weil ich stiefel doch nicht freiwillig auf dem Misthaufen rum. Vielleicht findet man da was Tolles. Nee, da ist nichts. Aber hier haben wir wieder so einzelne kleine Hütten, das heißt, da spawnen auch, ja, da sind sie schon, ein, zwei Zombies. Warte mal, in dem Ding könnte was drin sein. In diesem Holzverschlag und in dieser Holzhütte. Tja, dann gucken wir da mal rein. Nö, ist leer. Schade. Hätte ja was sein können. Gut, dann halt nicht. Und das Haus da, das Wohnhaus? Da kann man nicht rein. Jo, leider. Soll ja übrigens bei der Standalone-Version, glaube ich, dass man dann in jedes Gebäude irgendwie rein kann. Ich sag ja, die wird so casual, dass wieder alle schimpfen. Da steht ein UAZ. Ich werd kirre. Ein Urz. Was ist das wieder? Okay, der hat einen kaputten Reifen. Ein Fahrzeug, ein UAZ. Wow, der hat 20 Magazine drin, ein Zelt, 4 Fleisch, Flecknades, lauter Dings. Oh Gott. Okay. Und das ist ja cool. Und kein Reifen. Ausgerechnet, da hat er jetzt keinen Reifen. Mein Shit. Spacko, der steigt über Gegenstände, die gar nicht vorhanden sind, fällt mir gerade auf. Das ist ja lustig. Das könnte man als Tanz ausarbeiten. Ja, das wird auch scherzhaft so genannt. Mit Dead Lefty Soast oder so. Ja, also, kaputt mal. Auto, ja? Ja, es fehlt eigentlich, Moment, ich guck nur schnell hier in dem Plumpsklo, da ist nichts drin. Warte mal, ich steig mal schnell ein. Wer weiß, was da sonst noch kaputt ist, wenn's bloß... Okay, Engine Road, full, leer ist er auch noch, okay. Müsste man erstmal stehen lassen. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, aber das wäre jetzt so ein Fahrzeug, das du eben noch reparieren musst, um es mitzunehmen. Moment, das ist doch da. Wo ist denn das? Böppels wird nicht angezeigt, ne? Ach, jetzt habe ich mal erstmal gähnen müssen. Bitte was? Ich guck nur gerade, ob... Ah, das ist das Altar hier. Altar. Okay, das merke ich mir mal. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, dass wir den eventuell reparieren können. Also Tank, was zum Tanken. Und gut, wenn die Engine rot ist, kannst du theoretisch auch fahren, aber musst du halt vorsichtig fahren und einen Reifen.
Vielleicht können wir uns den ja doch noch irgendwann mal holen, sofern sich jemand anders macht. Ja, aber wir haben noch keinen einzigen Reifen gesehen, seit wir das spielen. Ja, das heißt, warte mal, hast du noch Platz im Rucksack? Ja, ich glaube schon. Weil du könntest dir ja nur ein, zwei Magazine rausholen. Ich meine, für deine waren ja da welche drin. Fällt mir gerade auf. Lang. Echt? Ja. Diese AK, 30 Round AK, das ist für... Da gehst du jetzt auch hin auf den und machst mit dem Mausrad und dann Gear, dann kannst du reingucken, was da drin ist. Du könntest auch... Warte mal. Ja, ich werde mal mich umgucken. So, da ist ja Fleisch drin. Ja. Warte mal, ich tu mal schnell eins essen. Granaten sind da auch drin. Deine Smoke nehme ich wieder mit. Das Zelt würde ich gerne einpacken, aber ich habe da zu wenig Platz. Ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr. Okay, wo ist jetzt AK? Oben, diese... Oh, scheiße, da kommt ein Auto. Was? Na, lieber weg. Meine Fresse. Ist das aufregend. Ja, der Typ, ich weiß nicht, ob der uns friedlich gesonnen ist. Ich glaube nicht. Cranky was killed? Der war das nicht. Wo ist der hin? Hat er uns gesehen? Ja, natürlich hat er uns gesehen. Und der hat ein Wookie-Outfit an. Ja, dann würde ich mal einfach gepflegt den Rückzug antreten, oder? Ja, ich weiß noch nicht, was der... Wo ist der hin? Komm, wir klauen ihm jetzt sein Auto. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Der fährt wieder. Wo fährt der hin? Ich glaube, der hat vor uns jetzt Reis ausgenommen. Und das zu Recht! Und hat einen Zombie. Ja, der hat einen Zombie. Ja, das sind Zombies. Die hat er jetzt durch das Auto. Hat er die aufgeschreckt. Wo ist der jetzt hin? Weggefahren. Und jetzt versucht er wahrscheinlich, dir aufzulauern, um zu testen, wie neugierig du bist. Ja. Was wurde hier? Ach, das war die Smoke Grenade, wo ich glaube fallen hab lassen, oder? Ich weiß nicht. Ja, also nimm dir mal ein oder zwei direkt in den Rucksack. Ein, zwei Magazine direkt in den Rucksack. Jetzt haben wir Zombies gepult. Irgendwas knurrt da um mich rum, ne? Ja, das... Habe ich jetzt wieder irgendwas abgelegt? Oh! Hilfe! Habe ich mich gerade auf dich verlassen hier? Da war ich mal kurz verlassen. Wo ist er denn jetzt hier, der blöde Penner? Oh, jetzt geht das wieder los. Ich wollte doch die Dings haben. Ich verblute! So, blute ich jetzt? Nö, doch. Okay, dann verbinde ich und dann nimm das Fleisch. Ich dachte, ich kann da in aller Ruhe. Ja, ich dachte ich eher auch. Ich wollte eigentlich die Smoke-Granate werfen, aber trotz Wechseln hat er mir die irgendwie nicht angenommen. Mann, da ist jetzt gerade mal ein Stück mehr passiert als in den letzten 200 Folgen. So, habe ich jetzt nicht bandagiert genug? Höre ich jetzt auf zu bluten? Ja, ich glaube, ich habe aufgehört zu bluten. So. Ja. Dann isst noch schnell das Fleisch, was da drin ist, was dir an Gesundheit abgezogen hat. Wenn da schon Fleisch drin ist, dann. Und pack dir noch ein oder zwei Magazine in den Rucksack, direkt in den Rucksack. Also jetzt muss ich erstmal gucken hier. Was haben wir da? Fleisch haben wir da, ne? Ja. Kann ich das jetzt wieder aufnehmen? Wahrscheinlich nicht. Das musst du halt, wenn du es gleich essen willst, ins Main Inventar tun. Hosentasche. Ja. Gib mir dein Fleisch.
So, das müsste aber doch jetzt auch Blut zurückgeben, ne? Ja. Ja, ja. So, fein. Dass du wieder so auf Richtung 12.000 bist. Okay. Das habe ich jetzt gefuttert. Jetzt bin ich auch bei 12.000. Und was habe ich jetzt hier in meinem scheiß Rucksack? Ich weiß nicht. Blick schon wieder nicht durch hier. So. Ich habe jetzt. Komm, zeig das mal. Habe ich jetzt Magazine im Rucksack oder nicht? Das ist ja wieder die tolle Frage. Also aufmachen. Eins fehlt, also das, dafür hast du jetzt wahrscheinlich Sardinen reingetan. So, ich habe jetzt hier meinen Rucksack. Das ist ja total wirr. Ich blick's immer noch nicht. Ich hab so die Schnauze voll. Ich habe Magazine mir in die Hosentasche gesteckt, glaube ich, aber das ist ja nicht so gut, ne? Das heißt, ich kann die jetzt wohl hier irgendwie wieder rüber tun, oder was? Du kannst sie im Rucksack lassen, in der Hosentasche lassen, dann pack dir dafür jetzt die Sardinen in Rucksack. Die hast du da wahrscheinlich reingetan. Das ist doch nicht wahr, oder? Ich weiß es nicht genau. Also Mausrad, Gear. Ja. So, dann klickst du auf deinen Rucksack und machst Open Bag. Ja. Und da packst du jetzt dir die Sardinen rein. Da, die Sardinen. Gut. Und vielleicht noch die volle Wasserflasche, wenn die schon da drin ist und wenn du Platz hast. Habe ich nicht eine volle Wasserflasche? Habe ich doch eigentlich. Kann ich zwei mitnehmen? Ja, du kannst auch zwei mitnehmen. Ach so? Mhm. Okay. Warte mal, ich trinke mal schnell was und nehme dafür mal so eine Frag Grenade mit. Kann auch nicht schaden. Aber wenn du Platz hast, nimm noch eine Frag Grenade mit. Eine RGO? Ja. Das ist sozusagen eine Handgranate. Ja. Die kannst du aber nur benutzen, wenn es in deinen Hosentaschen ist. Aber pack sie erstmal in den Rucksack, da können wir das nachher hin und her schieben. So, da ist noch an die Bandagen, das sind meine. Ja, jetzt habe ich AK-Magazine, habe ich jetzt genug. Okay. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ja. Okay, dann ziehen wir weiter. Schade, dass wir den jetzt nicht erschossen haben. Nee, dass wir den jetzt nicht nehmen können, den UAZ. Verfluchte Kiste. Aber gut, vielleicht finden wir ja noch irgendwo ein Camp und wer weiß nur, wo der Typ jetzt herkam. Der ist bestimmt auf dem Weg nach Stary Sobor, um sich da auszurüsten. Seltsame Gesellen. Der hat aber wahrscheinlich gesehen, dass wir zu zweit sind und hat deswegen die Hucke voll gehabt. Oder er hat uns aus den Augen verloren. Ja, ich habe den auch nicht mehr gesehen. Aber mit einem Wookie siehst du den eh schlechter. Ein Wookie. Ist ja niedlich. Ja, wir hätten ja mit ihm sprechen können, oder? Das hätte ich machen können, ja. Aber wenn wir ihn dann eh nicht erschießen, ist ja langweilig eigentlich. Wir binden uns doch niemanden ans Bein. Nein, ja, nein, nein. Das könnte ja auch jemand sein, der einem nichts Böses will und halt nur gedacht hat, ich weiß es nicht. Er hat ja zumindest nicht auf uns geschossen. Das stimmt. Oh. Ich bin jetzt hier. Ah ja, okay. Ich war gerade auf der anderen Seite des Zauns. So, so. Mann, der hat ein Auto und wir nicht. Das ist ja doof. Ja. Der Nachteil an diesem Pickup, das ist so ein Offroad-Dingsbums, nennt sich das. Das ist bloß ein Zweisitzer. Hat aber hinten eine Mordsladefläche, aber da kann leider Gottes keiner drauf sitzen. Das ist auch blöd. Das ist Daisy-Logik. Aber ich merke mir das dann mal, Alpha. Vielleicht finden wir aber was in Beresino. Das Dumme ist jetzt halt, ich meine, DMR, die halt doch viel Platz wegnimmt. Ich will die aber nicht einfach so, ich sag mal, wegwerfen. Oder ablegen.